In meiner Civil 3D-Zeichnung befindet sich eine 3D-Polylinie. Wenn ich diese 3D-Polylinie bearbeiten will oder vielleicht auch nur mal kontrollieren und beurteilen will, nutze ich hierzu den Vestra-Linien-Editor. Den kann ich aufrufen in der Multifunktionsleiste Vestra in der Gruppe Konstruktion oder über den Befehl Vestra-Linien-Editor. Ich muss die Linie jetzt lediglich in der Grafik einmal anklicken, dann ist sie automatisch im Linieneditor geladen. Im Linieneditor selbst kann ich auch einzelne Punkte auswählen. Die betreffenden Punkte werden in der Grafik dann durch einen roten Pfeil hervorgehoben. Der rote Pfeil zeigt gleichzeitig auch noch die Linienrichtung an. Rechts unten im Linieneditor gibt es die Funktion zentriert, den selektierten Punkt in der Grafik, wenn ich das mal aktiviere. Und wähle jetzt einzelne Punkte der Linie aus, dann werden die automatisch in der Grafik auch zentriert. Wenn ich in der Grafik mich zu anderen Linienpunkten hinbewege, werden diese im Linieneditor grün hervorgehoben. Wenn ich jetzt mir mal anschaue, was für Informationen ich hier erhalte, dann sehe ich, dass die einzelnen Linienpunkte jeweils einen Namen besitzen. Ich sehe hier die Koordinaten der betreffenden Punkte. Die Linienverbindung, die ist bei einer 3D-Polylinie logischerweise jeweils eine Gerade. Die Linie besitzt eine Fachbedeutung. Des Weiteren habe ich hier den 2- und 3D-Punktabstand, die Deltahöhe, die Längsneigung und so weiter. Es handelt sich um einen Editor, das heißt, gewisse Werte kann ich editieren. Ich kann zum Beispiel bei einzelnen Punkten die Höhe editieren. Ich kann sogar die Linienverbindung ändern von gerade auf Bogen. Was passiert an der Stelle? In die 3D-Polylinie wird ein 3D-Bogen eingebaut. Ich kann alles immer wieder rückgängig machen. Links oben habe ich die Rückgängigfunktion. Oben habe ich hier generell eine komplette Werkzeugleiste. Da kann ich zum Beispiel die Linienrichtung umdrehen. Ich kann diese Linie mit einer anderen Linie verbinden. Dazu muss ich lediglich die andere Linie auswählen. Außerdem habe ich die Möglichkeit, die Linie zu schließen. Und selbstverständlich kann ich alles rückgängig machen. Des Weiteren habe ich hier Funktionen, um die Höhe der Linienpunkte zu bearbeiten. Ich sehe zum Beispiel, dass einer der Punkte besitzt die Höhe 0. Dementsprechend, wenn ich hier zum Beispiel mal die Längsabwicklung der Linie starte, ist diese komplett auseinandergezogen, weil eben einer der Punkte auf 0 liegt. Wie vorhin schon gezeigt, könnte ich natürlich jetzt diese Punkthöhe editieren, aber ich weiß die richtige Höhe nicht, darum berechne ich sie über die Funktion Höhe interpolieren. Mit der Längsabwicklung kann man die Linie überhöht darstellen, rechts unten kann ich die Überhöhung beeinflussen. Außerdem kommuniziert die Längsabwicklung mit dem Linieneditor. Wenn ich im Linieneditor einen Punkt wähle, so ist dieser in der Längsabwicklung markiert. Umgekehrt genauso, wenn ich hier einen Punkt anklicke, ist der Linieneditor ausgewählt. Außerdem tut die Längsabwicklung die Linienverbindung in unterschiedlichen Farben darstellen. Grün bedeutet, ich habe hier eine geradlinige Linienverbindung. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Linienverbindung mal umstelle auf, wie ich es vorhin gemacht habe, mal auf Bogen. Im Bogenbereich wird hier in der Längsabwicklung die Linie blau dargestellt. Neben der Funktion Höhen interpolieren gibt es auch noch die Funktion ausgewählten Punkten eine Höhe zuweisen. Hier kann ich einem oder auch mehreren selektierten Punkten eine gemeinsame Höhe zuweisen. Ich gehe hier mal auf 716,20 Meter. Die Änderung wird sofort hier in der Längsabwicklung auch dargestellt. Dann gibt es noch die Funktion Höhen von Linienpunkten ändern. In dem sich öffnenden Fenster kann ich auch wiederum ein oder mehrere Punkte auswählen
Und für die ausgewählten Punkte gibt es hier unterschiedliche Spalten, zum Beispiel in der Spalte Neue Höhe. Wenn ich hier über Rechtsklick ins Kontextmenü gehe, finde ich die Funktion Höhe zuweisen. Das ist praktisch dasselbe, was ich auch gerade schon gezeigt habe. Interessant ist die Spalte Delta Höhe. Dort einmal Rechtsklick. Dort kann ich eine Höhendifferenz vergeben. Mache ich mal 0,5 Meter. Die gewählten Punkte haben jetzt eine Delta-Höhe von 0,5 Meter bekommen, wenn ich über den grünen Haken das übernehme. Wurden diese Punkte um 0,5 Meter angehoben. Dann gibt es hier noch Funktionen, um zusätzliche Punkte in die Linie einzufügen. Ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, einen Punkt grafisch am Start anfügen. Das heißt, egal auf welchem Linienpunkt ich stehe, ich kann einen neuen ersten Linienpunkt einfügen. Dasselbe gilt am Ende, Punkt grafisch am Ende einfügen. Dann gibt es noch die Funktion Punkt grafisch einfügen. Hier muss ich darauf achten, auf welchem Linienpunkt ich stehe. Es wird dann nämlich in Linienrichtung vor dem gewählten Punkt ein neuer Punkt eingefügt. Dann gibt es hier auch noch die Funktion Punkte über Punktnamen am Ende anfügen. Manche nennen diese Funktion auch Malen nach Zahlen. Und zwar kriege ich hier eine Auswahl der Punktnamen von allen Linienpunkten. Ich kann hier auch zum Beispiel Suchtext eingeben. Und ich weiß zum Beispiel, meine Linie läuft über den Punkt mit der Nummer 1528. Kann ich den auswählen, dann geht es weiter über den Punkt 1527. Einfach mit Doppelklick wähle ich diese Punktnamen hier aus. Dann geht es weiter über den Punkt mit der Nummer 1526. Ich kriege hier an der Grafik auch eine temporäre Anzeige. Er tut ja temporär mit einer roten Linie dieses zusätzliche Liniensegment darstellen. Erst wenn ich über den grünen Haken die Punkte übernehme, werden diese in die Linie reingenommen. So, weiter geht es in der Werkzeugleiste. Da gibt es die Funktion Punkte löschen. Hier könnte ich jetzt ein oder mehrere gewählte Punkte löschen. Daneben finde ich die Funktion Linie bereinigen. Über die Funktion Linie bereinigen schmeiße ich hier doppelte Punkte raus. Er findet hier zum Beispiel einen Linienpunkt, der über einem anderen drüber liegt. Soll dieser entfernt werden? Jawohl. Und dann gibt es hier noch die For-View-Loop. Über die For-View-Loop kann ich die Position und auch die Höhe eines Punktes innerhalb einer Vestra-Punktwolke korrigieren. Dazu wechsle ich gerade mal in ein Projekt, wo ich eine Vestra-Punktwolke vorliegen habe. So, ich bin jetzt in einem anderen Projekt. Hier habe ich ein Luftbild geladen. Außerdem habe ich im Control Center bereits eine Punktwolke eingestellt. Wenn ich mich mit der Maus hier in diesem Luftbild bewege, wird mir im Control Center auch die Höhe, die Punktwolkenhöhe von der Mausposition angezeigt. Ich mache jetzt Folgendes, ich zeichne jetzt hier eine Linie, eine 3D-Polylinie. Und zwar dort, wo ich im Luftbild die Bordsteinunterkante vermute. Und dieses Polygon nehme ich jetzt in den Linieneditor. Die Linienpunkte besitzen im Augenblick noch keine Höhe, aber ich kann jetzt hier im Linieneditor, dadurch, dass eine Punktwolke geladen ist, habe ich die Möglichkeit, hier die For-View-Loop zu starten. Diese For-View-Loop zeichnet mir bei dem gewählten Punkt in der Punktwolke in Linienrichtung ein Profil in der Punktwolke und innerhalb dieser Querprofilsanzeige kann ich durch Doppelklick die Position des Punktes bestimmen. Dasselbe mache ich beim zweiten Punkt.
Und auch beim dritten Punkt, so kann ich hier die einzelnen Punkte durchgehen. Man sieht, dass die Punkte eine Höhe erhalten und sie tun sich auch in der Lage leicht korrigieren. Bei der ForView-Loop handelt es sich um eine ForView. Wo ist die vierte View? Die kann ich hier noch aktivieren. Hier unter 3D-Ansicht habe ich die Möglichkeit, mit 3D-Mitteln auch die Punktwolke anzuzeigen und kann mir dort auch die Position des Linienpunktes nochmal zur Kontrolle darstellen.